Schön, ja, Dirk. Heute haben wir den 20. Oktober 2023. Ja. Man kann schon sagen, Premiere heute, unser allererster Außeneinsatz der L'Akademie. Ja, L'Akademie. Also ich muss ehrlich gestehen, ich bin ein bisschen aufgeregt, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, das legt sich dann schon. Das legt sich dann. Ja. Das ist nicht so tragisch. Wir sind gespannt, was uns drin erwarten wird. Wir werden viele, viele tolle Autos sehen und viele Aussteller. Keine Ahnung, was genau ist. Ich habe nur so die Liste mal überflogen. Aber was uns da genau da drin erwartet, das werden wir dann für euch dann quasi in Erfahrung bringen. Und ich hoffe auf viele interessante Diskussionen, auf viele super gute Connections, Beziehungen, die man dann vielleicht dadurch auch aufbauen kann. Aber unsere Mission ist ja natürlich, Lackierendergebnis zu erreichen, was nicht nur heute schön ist, sondern viele, viele Jahre schön bleibt. Das ist quasi die Grundmission und unter diesem Gesichtspunkt schauen wir uns mal die ganzen Autos, die ganzen Lackierungen an und würde sagen, wir starten mal die ganze Geschichte. Genau. Also das ist hier natürlich ein Paradebeispiel dafür und das unterstreicht genau, warum wir die L'Akademie ins Leben gerufen haben. Das ist genau das, weil hier sieht man genau an diesem wunderschönen Fahrzeug, mit welchem Problem jetzt ein Spengler, ein Lackierer, ein Liebhaber, welche Probleme er hat, um erstmal das Fahrzeug in einem lackierfähigen Zustand zu bringen, was er machen muss von der ganzen karosserietechnischen Arbeit und dann mit dem riesengroßen Unterschied, dass er eine Oberfläche hat, die ja nie im Leben glatt ist. Ja, also ich muss jetzt da ganz kurz einhaken, das ist jetzt schon Spengler fertig, das Auto. Also das kommt vom Spengler so, man sieht es, das ist handgefertigt, handgedengelt. Also man sieht die Oberfläche ist nicht plan, aber das hat einfach früher so ausgeschaut. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, Spengler, bitte investiert doch nochmal 800 Stunden, dass das von der Oberfläche her passt. Ja, ja. Ist aber nicht originalgetreu. Und darum macht man jetzt auf die Wellenoberfläche, ich sage immer, das ist wie eine Aluminiumfolie, wo ich zusammenrugle und dann wieder aufmache. So schaut die Oberfläche aus. Und da habe ich jetzt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Wie mache ich einen Lackaufbau, für das ich am Schluss das Auto perfekt habe? Genau. Und die Vergangenheit hat es einfach so gezeigt. Ich habe dasselbe so gemacht, wie in den vorderen Videos erklärt. Ich tue da Spachtel aufziehen, schleife das, Spachtel aufziehen, schleifen und bis ich irgendwann eine plane Oberfläche habe. Also quasi, dass man Schichtstärke aufbaut, die man braucht, um die plane Oberfläche zu erreichen. Genau. Und die Erfahrung hat halt gezeigt und das Verfahren, wo ich mittlerweile anwende bei den Oldtimern, dass das einfach viel effizienter ist, erstens mal, und von der Qualität her viel, viel besser. Und das Dritte ist, es ist einfach viel, viel langlebiger. Es hält viel besser. Da haben wir dann nichts mit Reißen oder mit Einfallen oder sonst dergleichen. Früher wurde das so gemacht, ein Epoxygrund zum Abisolieren, ja, dass wir den Korrosionsschutz haben. Das ist eine Aluminiumkarosserie, auch die kann oxidieren. Also noch einmal Epoxygrund drauf, dann Polyester. Der Polyester hat die Eigenschaft, man kann Schichtstärkenende nie aufbauen. Ich glaube, ich habe 20, 30, 40 Autos so gemacht. Ja. Hat früher funktioniert. Ich wiederhole mich wahrscheinlich, die Leute, die den Channel anschauen, haben es schon gehört. Beim Polyester ist eine Veränderung stattgefunden. Ja. Das Styrol wurde reduziert, von der chemischen Seite her. Und der Polyester ist nicht mehr beständig. Der reißt. Genau. Ich habe die Erfahrung gemacht, so nach 3, 4, 5 Jahren wird es kritisch. Dann fängt das zum Arbeiten an. Und dann habe ich mich halt auf die Suche gemacht, was könnte man alternativ einsetzen. Und dann bin ich auf den Dickschicht-Epoxy gekommen. Der wird genau gleich eingesetzt. Also ich tue ein Epoxygrund einfach in x Schichten, in x Lagern auflackieren, schleife es und lackiere wieder und schleife es und lackiere wieder, bis ich eine plane Oberfläche habe. Die Basis, die Ausgangslage kann man eigentlich mit den Briten vergleichen, also mit Bentley und Rolls-Royce. Die schauen, wenn es fertig gespenglet sind, entlackt sind und fertig gespenglet, so muss ich sagen, dann schauen die genauso aus.
von der Oberfläche her. Also schockiert mich jetzt überhaupt nicht. Perfektes Beispiel. Extrem schön. Das kann man nicht besser sagen. Das wird Spaß machen zum Restaurieren. Ich glaube ja, der Epoxy ist das eine. Ich meine, das hilft einfach beim Prozess, sowas, der Dichtschicht-Epoxy. Aber da geht es ja für mich eigentlich weiter und ich glaube, da sind wir jetzt genau auf dem Punkt, wo ich eigentlich mit der Lackakademie also von Anfang an hin hätte wo oder hingearbeitet oder hin, da arbeiten wir drauf hin. Und da geht es bei mir darum, dass man jetzt nicht nur materialtechnisch, sondern auch anwendungstechnisch einfach den Leuten einen Support geben kann. Im Sinne von, ja, das tönt immer so abgedroschen, aber so Consulting und Beratung. Das ist so ein Wort, oder das sind Wörter, wo ich echt nicht gerne in den Mund nehme, weil es jedem die Haare aufstellt, weil jeder dann sagt, da kommt wieder ein Superschlauer, zeigt uns, wie man es machen soll. Ja, aber ich jetzt unterbreche dich nicht ungern, aber es ist genau die Stelle, weil ich das dann wieder so ähnlich an in Werkstätten sehe, wo dann... bekannte Kundschaften mich dann fragen, ja, was ist das für ein Material, erster Punkt. Und zweitens, weil man dort in diesen Gesprächen feststellt, dass dann ein anderer Weg gezeigt wird, mit dem man ein Ergebnis produzieren kann, was ein Vielfachen schneller geht, unterm Strich und vor allem, wo man von der Langlebigkeit, dass man viel, viel bessere Endergebnisse hat. Ja, ich glaube, das ist eher das Thema, wie ist mein Betrieb aufgestellt. Ich habe das früher genau gleich so gehabt. Man hat die Zeit gar nicht, für das man neue Materialien, neue Verfahren, dass man das alles durchtestet. Die Zeit fehlt einem und wenn man Mitarbeiter ist, dann ist das sowieso ein Thema, weil der Chef kommt und sagt, hey, das Auto muss fertig sein. Ja. Und jetzt hast du 400 Stunden auf dem Kübel oben. Ja. Das kann im Kunden nie verrechnen. Ja. Und ich glaube, das ist die Thematik. Ja. Und das ist ja auch die Thematik, wo ich jetzt feststelle, wenn wir über was reden oder sagen, hey, da gibt es eine Lösung oder einen Weg, wo das Verfahren vereinfacht. Ich möchte niemandem auf den Schlips treten. Ich möchte keinem Lackierer sagen, hey, du machst das falsch. Und das geht überhaupt nicht. Nein. Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit, wenn man mit Leuten redet oder mit Firmen redet, dass die alles Gefühl haben, man will sie quasi an Pranger stellen und sagen, hey, falsch, ich habe die Lösung. Und das geht überhaupt nicht. Nein. Es geht darum, dass man einen Wissenstransfer macht. Ich hatte eine Firma angesprochen, ob die Mannschaft von Ihnen mal zu mir kommen kann und einfach verfahrenstechnisch ein bisschen schnuppern kann und vielleicht ein bisschen was optimieren. Und ich würde es eher umdrehen. Ich würde lieber in die Firmen gehen und vor Ort dort den Leuten mal auf die Finger schauen und schauen, wie arbeitet ihr? Und das kann man in jedem Fall optimieren. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ja, gerade wenn man dann das Thema hat, wenn man sowas nebenbei hermacht. Gell? Und vor allem, wenn man das gerade nebenbei hermachen kann, aus Zeitgründen, logischerweise neben dem Tagesgeschäft, würde das ja keine Rolle spielen, wenn man quasi so, nachdem man Informationen hat, dass man vielleicht wirklich mit einem anderen Material arbeitet, man lässt es stehen, irgendwann ist wieder Tag X, dass man das so Step by Step. Ja, ich würde es auch ganz klar, wir differenzieren es ja immer, wir haben immer gesagt, die Oldtimer-Restaurierung ist eine Nummer und die Unfallinstandsetzung ist eine Nummer. Wenn ich einen Betrieb habe, wo ich doppelgleisig fahre, kann man von der Oldtimer-Restaurierung gewisse Prozesse übernehmen in die Unfallreparatur, in die Unfallinstandsetzung. Natürlich nicht alles, aber ich würde sagen, vom Arbeitsablauf her auf jeden Fall, mit was schleife ich, wie komme ich am schnellsten zum besten Ergebnis. Das ist immer der Hintergrund bei mir. Wie komme ich am schnellsten zum besten Ergebnis? Das ist irgendwie in mir verankert und entsprechend suche ich nach Möglichkeiten, wo mir in Wahrheit den Prozess vereinfachen. Und das könnte man natürlich so abbilden. Also wenn jetzt Firmen quasi uns buchen und sagen, hey, kommt, schaut's mal die ganze Geschichte an, schaut's mal unsere Abläufe an, unsere Materialien und so weiter. Ich wiederhole es, ich möchte nochmal das sagen, ich möchte niemandem was sagen, dass er was falsch macht, sondern ich möchte einfach nur helfen, dass Reichen. Es besser, schneller, einfacher geht. Ja, das Verrückte ist, man hat ja gewisse Erfahrungen dann
sich auf eine Reise gemacht, auf einen Weg. Man musste sich einen Weg suchen, weil man festgestellt hat, hoppla, gewisse Sachen funktionieren nicht mehr so. Und jetzt hat man natürlich gewisse Erfahrungen gemacht, die man teilen möchte, weil es einfach, ich sehe es mal eigentlich als Art Verpflichtung an. Gell? Ja, ja. Aber ja, das ist eine spannende Geschichte und werden wir auf alle Fälle einen Talk machen draußen im Pitztal, da freuen wir uns schon. Ja, da freue ich mich auch riesig, ersten Betrieb. Riesen Geschichte und das wird sicherlich dann immer weiter sein, dass wir immer öfter rausgehen, dass wir die Lackademie draußen in der Praxis, dass wir immer Talks machen, dass wir dann mit Leuten sprechen, mit Firmen sprechen, die quasi Fahrzeuge restauriert haben oder dabei sind zu restaurieren. Was sind ihre Erfahrungen, was sind ihre Herausforderungen und so weiter, um das dann mal richtig, sage ich mal, nicht nur theoretisch zu besprechen, sondern dass man das praktisch richtig auf den Punkt bringen kann. Dass man es umsetzen kann, dass man das Späne fallen, ich liebe das. Ja.